Liebe Zuschauer, wie immer dienstags ist es Zeit für eine neue Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Mein Name ist Jörg Scherer und ich heiße Sie aufs Herzlichste zur heutigen Sendung willkommen. Beginnen wollen wir heute ganz grundsätzlicher Natur, nämlich mit einem Plädoyer für die technische Analyse und Ihre Hilfestellung bei der Herausarbeitung interessanter Trading-Kandidaten. Immer wieder lassen sich interessante Konstellationen mit Hilfe der Technik herausarbeiten und ein gutes Beispiel dafür gibt derzeit die Apple-Aktie ab. Da haben wir nach den Zahlen eine relativ große Kurslücke nach unten gerissen und derzeit steht einiges auf dem Spiel. Wir sind nämlich auf einer absoluten Schlüsselunterstützung angekommen. Die letzten drei Verlaufstiefs allesamt im Dunstkreis der Marke von $92 ausgeprägt. Die steht jetzt zur Disposition und aus technischer Sicht handelt es sich dabei um die klassische Make-or-Break-Marke. Denn eins ist auch klar, fällt diese Bastion, dann wäre ein klassisches absteigendes Dreieck komplettiert. Das zeigt der mitgebrachte Chart auch sehr schön. Also steht einiges auf dem Spiel. Denn im Falle der negativen Weichenstellung gäbe es hier doch deutlicheres Abschlagspotenzial nochmal bis in den Bereich der Hochs von Ende 2013, die bei rund $82 ausgeprägt wurden. Wenn man sich den Chart allerdings nochmal ein bisschen intensiver aufschaut, dann ist es möglicherweise auch eine interessante Gelegenheit für eine spekulative Long-Position. Denn der RSI, der ist doch schon sehr stark in den überverkauften Bereich abgetaucht. Und eine alte oder wenn nicht sogar die älteste Trading-Weisheit besagt, kaufe die Unterstützung, verkaufe die Widerstände, sodass auch die Optimisten möglicherweise auf ihre Kosten kommen. Nämlich dann, wenn wir auf Basis dieser Kernunterstützung sowas wie ein Candlestick-Umkehrmuster ausprägen würden. Und dann hätten wir durchaus technisches Erholungspotenzial, sodass auch die Optimisten in der gegenwärtigen Situation nicht gänzlich leer ausgehen. Eins ist dann allerdings auch klar, striktes Stop-Management ist dann zwingend erforderlich, nämlich auf Basis des jüngsten Verlaufstiefs bei 91,85. Also derzeit für jeden was dabei bei der Apple-Aktie. Wer es etwas ruhiger mag, der wartet ganz einfach den Bruch der Bastion oder das Umkehrsignal zum Positiven ab und hält so ein bisschen Pulver trocken, bis man technisch klarer sieht. Liebe Zuschauer, als zweites vollziehen wir nicht nur den Schwenk diesseits des Atlantiks, sondern auch den Schwenk auf die Rohstoffseite. Wir haben die Aurubis-Aktie herausgegriffen und seit Ende Januar sind wir da eigentlich sehr schön im Erholungsmodus. Die große Frage oder die Gretchenfrage ist allerdings, läuft diese Erholung aktuell aus? Aus charttechnischer Sicht steuern wir oder haben wir zuletzt einen klassischen Kumulationspunkt angesteuert. Der mitgebrachte Chart zeigt das sehr schön, dass wir im Dunstkreis der 50-Euro-Marke doch tatsächlich einiges an Hürden vor der Brust haben. Zunächst einmal sind das diverse alte Hoch- und Tiefpunkte aus der Vergangenheit. Es ist die 50% Korrektur der gesamten vorangegangenen Abwärtsbewegung und last but not least verläuft die 38-Wochen-Linie bei knapp 50 Euro. Also nicht von schlechten Eltern diese Barrieren und dazu kommt, wenn man sich die Candlesticks etwas näher anschaut, die letzten beiden Wochenhochs allesamt nah beieinander liegend. Das heißt, hier entsteht aus Candlestick-Sicht sowas wie ein Tweezer-Top und die letzten beiden Wochenkerzen zusätzlich eben weisen die markante Dochte auf. Das heißt, der Markt nimmt diese angeführte Widerstandszone tatsächlich als relevante Hürden wahr. Und wo man jetzt darauf achten sollte auf der Unterseite, das ist die 200-Wochen-Linie, verläuft derzeit bei 46,92. Rutschen wir unter diese langfristige Klettungslinie und zwar nachhaltig, dann müsste man tatsächlich davon ausgehen, dass der gesamte Erholungsimpuls seit Ende Januar hier zum Erliegen und zu einem Ende gekommen ist. Und dann würden die technischen Perspektiven der Aurubis-Aktie sich doch deutlich eintrüben. Alles in allem
Achtung, die 50er-Marke, das ist eine sehr, sehr markante Widerstandszone und es sieht nicht so zum Besten aus, als hätten wir gute Chancen, diese zu knacken. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse bei der heutigen Sendung. Bleiben Sie uns gewogen, berücksichtigen Sie auch mal HSBC-Produkte bei eigenen Engagements. Viel Erfolg dabei und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, an dieser Stelle herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von HSBC Daily Trading TV.